vorgesehen im Studienverlaufsplan, dass man ein Semester lang Praktikum macht. Und das geht über 20 Wochen und bin jetzt hier halt aktuell bei Vilo und bin jetzt da gegen Ende des Praktikums, ist meine letzte Woche. Und ja, bin jetzt bald fertig mit. Mein Studienschwerpunkt ist ja Konstruktion und Fertigung und bin jetzt dementsprechend hier in der Abteilung für Prozessengineering. Das bedeutet eigentlich nichts anderes wie Arbeitsabläufe, Arbeitsprozesse zu verbessern, zum Beispiel eine Maschine bedienen an einer Maschine, den Arbeitsablauf zu erleichtern, da Überlegungen einzubringen oder gar Lösungen, wie man die Probleme beheben kann oder vermeiden kann. Es ist auch vorgeschrieben in meinem Studium, dass das Praktikum über konkret ein Projekt gehen muss und war in dem entsprechend hat an einer Maschine, das ist eine relativ neue, das ist eine doppelspindige CNC-Maschine und an der hatte ich speziell mein Projekt, da ging es um eine Einspannverrichtung für die Pumpengehäuse, für die Modulteile und meine Aufgabe war jetzt der Gedanken oder eine Überlegung, sprich eine Konstruktion zu entwickeln, bei der man die Sachen besser einspannen kann. Ich würde schon sagen, dass man viel gelernt hat und vor allem auch das Richtige gelernt hat. In so einem großen Unternehmen ist einfach jetzt schon was meiner Meinung nach anders als jetzt in so einem kleinen Betrieb, wo jetzt hier so drei Ingenieure im Büro sitzen. Und ich würde es auf jeden Fall, um es auf den Punkt zu bringen, würde es auf jeden Fall wieder machen und genau das Gleiche machen und ich würde es auch eben empfehlen. Das fing 2012 an, direkt nach dem Olympiasieg haben die sich hier vorgestellt, haben ihre Medaillen mal gezeigt und da hat mich der Richard Schmidt angesprochen, ob er hier bei uns ein Praktikum machen könnte und das war Ende 2012 ging das los und ich war schwer beeindruckt da schon zu der Zeit von der Selbstdisziplin, die der an den Tag gelegt hat, also morgens direkt vorm Aufstehen schon aufs Wasser zum Training, dann hier regulär sein Praktikum abzuleisten und dann nachmittags gleich wieder aufs Wasser und das jeden Tag, also war beeindruckend, dass er das so durchgezogen hat. Wir sind bisher, er ist jetzt der Dritte, der hier ist. Mit dem Lukas Müller hat er zusammen eine Studienarbeit absolviert und auch da konnte man ja schon beobachten, wie die sich so anstellen. Und obwohl es die Ruderer sind, haben die ja keinen Freifahrtschein, also man konnte das da beobachten. Sie haben sehr gut gearbeitet und deswegen konnte er gleich sein Praktikum hinten dran setzen und die Jungs sind gut. Das merkt man in allem, was sie so tun, die stellen sich echt klasse an. Wo ich natürlich sehr dankbar bin, ist, dass das Vilo halt Rücksicht nimmt auf den Sport. Als Beispiel für World Cup Luzern, so Donnerstag Anreise, dass ich dann halt früher gehe. Also ich werde im Prinzip als ganz normaler Praktikant behandelt, aber habe halt sozusagen ein bisschen Sonderstatus und kann halt so meinen Arbeitstag so flexibel mit meinen Trainingszeiten halt selber einrichten. Und das ist eine Tatsache, die weiß ich sehr zu schätzen. Wenn man ehrlich ist, wann ist für einen Ruderer, der es so macht, mal ein guter Zeitpunkt, um 20-wöchiges Praktikum zu machen? Da, glaube ich, gibt es nie den optimalen Zeitpunkt. Klar muss man sagen, jetzt nach olympisches Jahr oder jetzt noch zweite Jahr, so in der Mitte drin, ist es wahrscheinlich schon vermeintlich der beste Zeitpunkt. Bin auch jetzt ehrlich gesagt am froh, dass ich es halt jetzt dann geschafft habe, weil es zeitlich schon eine ganz schöne Belastung ist. Also, und man muss ja doch vorstellen, ich habe eigentlich eine 35-Stunden-Woche im Praktikum. Kann man sich überlegen, wenn man davor zweimal am Tag noch trainieren muss, wie kriegt man das unter einen Hut? Wenn er den Weg nach Rio so beschreitet, wie er den Weg hier beschreitet, bin ich mir ganz sicher, dass er das auch schaffen wird. Ich sag mal, Silberne hat er jetzt schon bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich da noch mal ein bisschen ins Zeug legen, dass es dann in Rio die Goldene sein wird. Also bis jetzt hat Felix noch nicht mich als Praktikanten ins Ruderboot eingeladen, aber wäre sicherlich mal eine spaßige Angelegenheit.